Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Voxel Tycoon. So, ihr habt einen kleinen Punkt verpasst, weil ich vorgespult habe und denke mir so, warum kriegt der kein Holz mehr? Standen sich hier die Züge im Weg und haben einander nicht mehr vorbeigelassen. Was dezent problematisch war, weil wir dann auf einmal hier das Problem hatten, dass halt, ja, ich außersehen beim Versuch, das alles zu retten, zwei Züge zusammengeknallt habe und die gehen kaputt. Das habe ich mir auch nicht gedacht. Ja, wir bauen neue Züge und zwar unser Holzzug ist im Arsch und unser Personentransporter nach da drüben ist im Arsch. Ja, die 300.000, die ich jetzt habe, kann ich gleich in den Sand setzen. Als erstes bauen wir erstmal wieder einen Holztransporter. Der kommt hier mit dem rein. Oh Gott, das wird zu teuer wieder. Rundwagen. Rundwagen, 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 Rundwagen und Rundwagen. 300.000 und ich weiß gar nicht, der hat wahrscheinlich eine individuelle Route gehabt, ne? Ja, der hat eine individuelle Route. Der muss hier hinten bitte einmal laden und hier vorne einmal entladen. So, sagen wir okay. Zug fährt los. Der Personenzug wird uns jetzt wahrscheinlich richtige Einbußen kosten noch. Aber was sollen wir machen? Wir müssen hier auf jeden Fall was anderes überlegen. Das war jetzt, ich denke einfach, dass das sogar die Schilder hier sind, dass wir im Grunde nur die hier entfernen müssen. Und die ein bisschen weiter hinter. Wenn wir die ein bisschen weiter nach hinten verschieben. Und das dementsprechend designen. So, warte mal, wo sind jetzt hier die blöden Schilder wieder da? Wir machen jetzt hier eine allgemeine Festsetzung. Genau, können die nicht hier nicht durch. Zack. Dann bleiben die da hoffentlich immer stehen. So, und je nachdem, wo er dann hin will, muss er dann rein theoretisch da hinten stoppen. Das sollte gleich einen ordentlichen Unterschied machen. Schauen wir mal, unser Holzzug passt da. Oh. Ich sehe ein neues Problem. Der Holzzug ist so groß, dass er. Was ist, wenn wir hier eine Doppelampel einbauen wieder? So. Dann sollte er durchkommen, durchfahren können, glaube ich. Hoffe ich, vermute ich. So, jetzt werde ich wieder rein. Hier um die Ecke. Und aufs Gleis. Somit sollte die Holzversorgung auf jeden Fall steigen. Und dementsprechend sich anpassen. Die ist eh bummvoll fast schon. Die Versorgung ist auf maximal exzellent, ist die. Die Kohlenversorgung ist auch sehr weit oben. Die haben wir halt mit LKWs gelöst. So, wir brauchen noch den Personenverkehr, müssen wir wieder herstellen. Das ist die nächste Phase, die wir machen müssen. Und hier würde ich dann die Schienen mal umdesignen, dass wir hier ein doppelgleisiges System einführen. Und vielleicht irgendwie, ja, wie wir das hier machen, ist noch eine Frage. Das ist noch eine gute Frage. So, wir haben hier drin die Kohle und die Kohle läuft hier hin. Zeitswerk, okay. Und hier mal das Eisen, die Industriegebäude für Eisen. Und das ist halt dem, ah, das ist wieder so, wie schaut es geldmäßig aus? Ja, wir stehen eigentlich gar nicht schlecht da. Ich glaube, wir können uns wieder einen Personenzug gönnen. Wir nehmen aber wieder den billigen. Können wir sonst später austauschen. Personenwagen, Personenwagen, Personenwagen. 220.000. Oh, den kann ich mir gerade nicht leisten. Das, sobald das Holz ankommt, sollte die Geldzahl steigen. 22.000, perfekt, ist gekauft. Der kriegt nun eine individuelle Route. Hier Transfer. Halt hinzufügen und dann, warte mal, wo ist denn der Spöcklinger? Da ist er. Auch wieder einen Transfer durchführen. Und der Zug kann losfahren. Ich finde auch, ich habe gedacht, wir können vielleicht sogar die Gleise einstellen, wo die einsteigen und aussteigen, aber scheint ja leider nicht zu funktionieren. Aber ja, immerhin. Schauen wir mal. Okay, jetzt kommen zwei Züge hintereinander. Jetzt wird spannend.
wie die darauf reagieren, weil normal sind die Abstände ja ziemlich klein und eng. Ah, jetzt hat er kurz gebremst, das ist gut. Weil raus müssen sie immer nach hier. Wenn du hier stehst, sollte er fahren können. Das sollte dann immer klappen. Das Holz verbessert sich, das ist gut. Die Nachfrage ist ziemlich hoch. Können wir nicht der Stadt einen Boost geben? Ah, dafür bräuchte ich eine 500.000. Okay, neue Gebäude finanzieren. Frage ist, ob dann sozusagen ich Wohngebäude finanziere oder neue Produktionsgebäude, die ich mir ja gerade nicht leisten kann. Was wir aber schon mal designen könnten, wären hier die zweite Schienenanlage. Brücke. So. Na, das ist zu eng. Das ist zu eng. Müssen wir ein bisschen umdesignen wieder. Ich glaube, das ist auch wieder zu eng. Da tun sich dauernd ärgern, die blöden Züge. Es muss doch irgendwie funktionieren, dass wir hier so. Nee, nicht so. Zügchen. So. Dann kann man hier rein theoretisch lang. So. Ist das ein bisschen breiter, das kann man rein theoretisch ja umdesignen später. Hier und dann muss man halt hier schauen, dass man das irgendwie gescheit aufteilt wieder. Dass das alles wieder seinen geregelten Wegen läuft. So. Dann können wir das alte Zweitgleis eigentlich abreißen. Hat ja auch noch unnötig blockiert rein theoretisch. So. Ich müsste dann aber hier bitte einmal aufschütten. Ebenen. Kann ich Wasser nicht... Oh. Das funktioniert nicht mal, weil hier Wasser ist. Dann machen wir eine kurze Brücke. Brücke. Doch, ist, warte, war eine Brücke. Perfekt, dann haben wir hier schon die Brücke gehabt. Fertig. Perfekt. Wenn hier der dementsprechende Bahnhof hinkommt... Stehen wir gut da. Stehen wir gut da. Also wie gesagt, wir bauen jetzt hier alles ein bisschen um. Design das alles so, wie es eigentlich sein sollte. So. Und schon haben wir ein zweigleisiges System grundsätzlich. Ah, oh, die Züge. Ah, das funktioniert gerade so schön. Oh, das funktioniert. Das funktioniert. Oh mein Gott, das funktioniert wirklich. Schön. Die konnten steigen. Das sind Holzträger, aber die produzieren wir noch nicht. Dafür müsste hier erstmal so voll sein, dass die... Wie schaut es denn hier aktuell aus mit dem Stand? Plus 3, 32 Bevölkerung, plus 3 Gebäude. Wachstum steigt. Ich persönlich würde die Straße mal neu designen gerne. Wenn es irgendwie ginge, weil die steht einfach beschissen da. Also eigentlich müsste man hier irgendwie so hoch, aber das geht nicht. Wir designen die mal für die komplett neu. Eigentlich müsste dann hier so, zack, irgendwie so drum. Ah, dann haben wir die hier halt eine gerade. Ist ja auch wurscht. Dann wenigstens mal die durchgehende Straße. Ich will gerade, ob ich hier einen Tunnel drunter setze und dann halt hier drüben nur wieder rauf. Muss ich hier Terraforming betreiben und ich bräuchte halt den Schienenplatz, würde ich wahrscheinlich verschwenden am Ende. Ich habe Verbrennungsmotor 2 erforscht. Das bedeutet, ich habe gleich neue Motoren noch frei. Verbrennungsmotor, nee, ich habe neue Fahrzeuge. Dieselmotor. Dafür brauche ich Eisenbarren. Okay. Aber ich krieg neue Züge. Bin ich für die Forschung? Bedeutet, wir brauchen den einen LKW, der jetzt hier hin und her schwebelt. Das müsste einer der wenigen... Genau, du hier. Du hast ab sofort Details, nicht mehr das, sondern das hier zu transportieren. Bedeutet, in kürzester Zeit müssten hier Eisenbahnen antrollern.
Nein, du bist es nicht. Dann bist es du. Es fließt Geld wie wahnsinnig, aber wir produzieren. Ich brauche sogar vielleicht sogar einen zweiten LKW, aber rein theoretisch könnte ich da sogar neue Technik verwenden, kaufen. Wir haben jetzt immerhin Hightech-Transporter. Wir nehmen einen von den 50.000 LKWs nur für diese Route. Halt hinzufügen. Entladen. Laden. Details, du bekommst Eisen im Auftrag und ab geht's. Das ist unser neuer Freund, das ist der Große. Somit kann die Produktion langsam noch umgestellt werden. Kommt der Erste und dann der Zweite. Wo ist der Rot? Wo ist der? Unser großer Freund. Da ist der große Freund. Wir stellen hier nochmal ein kleines Lagerhaus, glaube ich, auf. Das ist gleich gar nicht doof. Lagerhaus, ein kleines. Darin soll jetzt Eisenbahn fürs Erste. Das soll immer zu der Produktion passen. Und somit können wir ein bisschen anhäufen, rein theoretisch auch. Einfach vorlagern. Wie schaut es hier mit der Versorgung aus? Die ist immer noch schwach. Was? Wie geht das denn? Jetzt haben wir extra so einen riesigen Zug und der ist immer noch schwach, die Versorgung. What? Also was ist die, wie hoch ist denn die Nachfrage, bitte? Wir machen riesige Umsätze mit dem Zeug, aber what the fuck? Was ich schade finde, ist, dass man halt hier jetzt nicht unbedingt sagen kann, hey, ich will dich ausbauen und will dich nicht neu erstellen. Weil es macht es immer dann so ein bisschen schwierig, wenn du sagst, okay, ich baue einen neuen Bahnhof und ich muss alle Routen anpassen am Ende. Dann kommt Zug Nummer Uno. Wissen Sie, ist das dauerhaft rot? Oh ja. Da müssen wir auch noch ein paar Schildchen einführen. So. Wann ist das hier grün? Also halt dementsprechend, wo man hin will. Das könnten wir jetzt auch richtig in den Arsch beißen, rein theoretisch. So, der bleibt jetzt stehen, der fährt jetzt raus. Jetzt fahren alle beide hier rein. Ja gut, der hat das andere Gleisgebiet. Perfekt. 10 und 2000. Der Weiterfahrende macht weniger Umsatz. Das muss man sich gönnen. Macht weniger Umsatz. Eieiei. Das geht ja mal gar nicht. Die Stadt wächst aber auch wie irre. 1300 Einwohner. Obwohl ich ja eigentlich nur einen Betrieb bis jetzt versorge, weil Bretter produziere ich noch gar nicht. Aber hey, wenn es ihnen taugt. Ich würde auch mein Depot jetzt dann langsam mal umstellen. Steht hier nicht richtig im Weg. Und würde es, keine Ahnung, hier unten hin versetzen. Bedeutet, wir tun das normale Fahrzeugdepot jetzt hat. Nach hier unten falls schieben. Zack, ist hier schon angeschlossen. Und dann wird das hier oben, das Depot, die Garage 1 entfernt. Ich glaube, ich habe hier der Stadt auch relativ viel Platz gestohlen, wenn man das so sieht. Und das regeln wir jetzt, indem wir hier neue Straßen hinsetzen. Wir designen eine City. So. Dann kommt hier das kleine Stück muss weg. Ah, die kleine Erhöhung macht hier wieder alles kaputt. Also es wird langsam. Die Stadt wird. Aber immer noch wenig. Ich finde es geil, dass die Stadt, die voll unter Last steht, weniger Einwohner hat wie Spockvöfel. Also das ist schon weird. Wir müssen eh bald auch mal die Infrastruktur hier erweitern. Weil zum Beispiel der steht mir jetzt gerade im Weg. Den reiße ich ab, weil ich würde hier gerne die Straße fortführen. Dann tun wir aber hier noch schnell Terraforming ebnen. Alles was im Weg ist, muss raus. So. Und dann kommt jetzt hier eine Straße hin. Die hier hinführt.
dann tun wir das alles hier anpassen. Die Stadt wird wachsen. So. Jetzt können die nicht schon überall anders auch fahren, weil wir einfach ein größeres Straßennetz schon einverbaut haben. Die bauen einfach auf dem Berg auf, weil so YOLO ist ja billig und so. Wir haben hier keine Kirche jetzt stehen. Wir versuchen einfach hier wirklich auch Einfluss in die Stadt zu nehmen. Hey Leute, das ist Produktionsgebiet, nicht Haus, Wohnort. Leute, das ist kein Wohnort, das ist nicht der Platz zum Leben. Na, ich freue mich schon, wenn wir neue Züge haben, das wird ja mega geil. So, okay, wir werden uns auch die ganze Zeit schon, was wir heute machen können, rein theoretisch dann, das machen wir in der nächsten Folge. Ihr werdet erfahren, was wir in der nächsten Folge machen. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao. Everything changes.